Hallihallo allerseits und ein herzliches Willkommen zurück. So, an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Andreas hat uns noch den super Tipp hier gegeben, dass wir einen Gebietsschutzblock hier mal hinpacken sollten. Den habe ich vorhin mal hergestellt, damit wir hier kein Respawn in der eigenen Bude haben. Vielen Dank dafür nochmal. Ich habe jetzt hier über Nacht habe ich noch mal ein paar Eisenstangen angeschmissen. Na, ein paar sind wirklich nur. Die werden wir jetzt noch mal schnell hinstellen. Ansonsten ist heute ja Tag 42, sprich die Horde kommt heute Nacht vorbei. Und da hoffen wir einfach mal, dass wir so halbwegs gut ausgerüstet sind, ne? Zwei habe ich hier doch. Zwei, da habe ich noch zwei bisher nur. Einmal hier Copy Rotation. Zack. Sehr gut. So, haben wir soweit jetzt mal dicht da. Na gut, da oben hätten wir auch noch zwei packen können. Dann habe ich unten im Keller habe ich ein bisschen Zeugs weggemacht von diesen ganzen hier Metallstücken, die wir da unten noch hatten. Und davon würde ich sagen, stellen wir uns auf jeden Fall nochmal ein paar Stacheldrahtzäune her. Jetzt haben wir so 40 Stück erstmal. Die können wir dann gleich unten nochmal gut verteilen. Den Rest von dem Stuff können wir dann jetzt mal hier reinballern wieder, ne? So, das Eisen nehmen wir noch mit. Ein paar Betonmischungen haben wir noch. Hatten wir hier nicht auch noch? Ja. Pfeilspitzen aus Stahl. Dann können wir uns hier nicht auch noch mal ein paar Pfeile, Stahlpfeile. Zack, die stellen wir mal alle her. Ich habe übrigens aus Versehen zwei Gebietsschutzblöcke gebaut. Ich weiß gar nicht, kann man die hier erweitern, dass die Zone dadurch größer wird, wenn man noch einen zweiten aufstellt, oder kann man nur einen aufstellen? Ich weiß es im Moment nicht. Ich pack den erstmal hier mit rein. Hier hätten wir ja keinen Megaptor so, ne? Ne. Dann hatte der Andreas noch geschrieben, sollten wir mal ausprobieren, ob wir nicht eventuell sogar von hier mehr oder weniger, also aus dieser Höhe runterspringen können, ohne uns zu verletzen. Ich würde sagen, das machen wir aber ja am Tag nach der Horde. Ich habe jetzt keine Lust, hier jetzt irgendwelche großen Verletzungen noch zu riskieren. Darum machen wir es danach. Ich würde auch sagen, wir fangen jetzt hier an. Eigentlich könnten wir hier unten gleich nochmal auch nochmal direkt hier drunter packen, oder? Wenn ich hier gucke, wenn die Höhe hochrennen kommen, da unten ist überhaupt nichts. Fallen die da hin und da ist nichts. Einmal hier durch. So, Stacheldraht. Zack, zack, zack. Überall mal ein bisschen was hin. Hm. Ups. Bisschen versetzt, egal. Kommt hier nochmal ein bisschen was drumherum. Bis hier vorne wäre ja schon ganz schön, ne? Wenn wir das vielleicht noch hinkriegen. Gut. Oh, ich wollte gerade sagen, haben wir uns jetzt hier, ne, aber da kommen wir noch raus. Oh, und wir müssen auf jeden Fall unseren Schlafsack noch wieder neu setzen. Das verstehe ich nicht, das haben sie irgendwie immer noch nicht rausgemacht, ne? Dass man da, wenn man einen Schlafsack neu, also wenn man wieder neu ins Spiel reingeht, den Speicherstand so gesehen lädt, der jedes Mal den Schlafsack wieder nicht erkennt. So. Wir gehen nochmal ganz schnell und holen ein bisschen Holz. Oh, essen müssen wir heute auf jeden Fall auch noch. Damit wir unsere Ausdauer hier richtig hoch bekommen. Ja, ein paar Spitzen müssen wir da auf jeden Fall da unten drunter bauen, damit wenn sie da hochrennen kommen und da runterfallen, die jetzt noch schön in Spitzen reinfallen. Ne?
Spikes. Ja, zack. Wie viel können wir? 44. 35 machen wir jetzt mal. Ja, und dann sollten wir wirklich am Tag nach der Horde uns echt mal eine Stadt draufsuchen, wo wir mal zwei, drei Tage hingehen und mal versuchen, die Stadt wirklich durchzulooten, damit wir endlich mal die Materialien rankommen, die uns fehlen, wie den Messbecher. So, das, wie den Messbecher, das ein oder andere Teil fehlt uns ja auch noch. Die mal neu hier schon mal wieder hin, damit wir hier reichlich Nachwuchs haben an Bäumen. Vier Federn und ein Ei. So, das war da. Ich meine, letzten Endes, wenn wir es so bauen, dass wir von oben noch irgendwo runterspringen, können wir es natürlich auch dahingehend ändern, dass wir uns irgendwo Heuballen hinlegen, ne? Dann können wir sowieso runterspringen, dann dürfte auch nichts mehr passieren. Hier haben wir sogar schon ein paar lang gelegt. Oh, guck mal, da unten haben wir tatsächlich einen vergessen. So. Hier reparieren, ne, wenn wir schon hier stehen. Und ein Motorrad sollten wir uns auch noch bauen. Ich weiß gar nicht, können wir das überhaupt schon vom Dings sehen? Ich glaube wohl, ne? Wie viel haben wir? Wir sollten nämlich... Stacheldraht. Zehn Stück machen wir nochmal. Hier fahren wir nochmal vier. So. Wir sollten das nicht doch schon so ein bisschen machen, selbst wenn wir hier irgendwann mal lang müssen. Dass auf jeden Fall so ist, dass das erstmal so weit abgesichert ist, dass die uns da nicht so durchflitzen. So, und zwei Stück kommen hier vorne hin. Können sie da natürlich noch lang, ne? Also machen wir noch mal ein paar. So. Und dann machen wir hier noch mal für unsere Freunde. Dann kommen sie da auch nicht ganz so schnell hoch. So, und hier würden sie mehr oder weniger da gleich reingehen. Gut. So. Das muss jetzt mal reichen. Dann müssen wir auch nochmal Fehmarn, ne? Richtig vierspurig quasi machen, unsere Bahn nach oben. Schmeißen wir schon mal ein ganz bisschen Holz wieder rein hier. Gut.
Haben wir noch Sand irgendwo? Ne, da haben wir jetzt auch noch Betonmischung. Ja, brauchen wir noch was? Ich sag mal so, wir bräuchten theoretisch logischerweise Eisen, damit wir die Zäune und sowas da zum Ende fertig machen können. Wir machen jetzt allerdings erstmal das einmal hierher und das hier. Dann können wir hier ein bisschen Schinkeneier mit Speck machen. 13 Stück stellen wir uns schon mal wieder her. Das da beides wieder rein. Wir haben noch roten Tee, haben wir noch 15 Mal. Gut, ein bisschen Eisen packe ich da jetzt erstmal schon mal rein. Stahlgerüst haben wir auch noch. Könnten vielleicht tatsächlich da unten die Brücke hoch noch ein bisschen fertig machen, ne? Was war das denn? Achso. Können natürlich hier auch erstmal bis unsere Schicht dran lang ziehen, ne? Unten haben wir soweit alles. Haben wir noch genug? Ne, wir haben nur noch 3 geschmiedeter Stahl, dass wir unten die Tür nochmal hätten aufwerten können. Wie viel können wir uns machen? Geschmiedeter Stahl. 21 Stück. 10 Stück mal fertig. So, die Treppe bis dahin wird die so oder so so bleiben. Ich sag ja, da ist nur die Frage, ob wir auf dieser Ebene das anders machen. Und das weiß ich noch nicht so recht, wie wir das da machen. Okay. So, dann hauen sie uns dann auch nicht im Fußboden weg so schnell. Wir haben jetzt noch 67. Ist auch nicht die Welt, ne? So, die 3 dann mal. Tja, den kann ich gar nicht, wa? Ne. Komm ich so nicht ran. Das ist kaputt. Dann machen wir hier auf jeden Fall ein bisschen Bruchsand. 100 Stück können wir schon mal wieder herstellen. Ja, ich weiß nicht, von wo sie wieder dieses Mal kommen. Da haben wir jetzt alles soweit dicht. Da ist soweit dicht. Hier unten ist noch relativ offen, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass die da groß lang kommen. Da ist natürlich auch schon wieder ein Weg frei, ne? Ich glaube, da habe ich natürlich das Eisen drinnen liegen lassen. Ich glaube, da machen wir doch nochmal ein bisschen was hin. Das sieht mir so ein bisschen löchrig da aus. Machen wir davon nochmal ein paar und Stacheldraht. Zack. Auch nochmal ein paar. Stacheldraht da. Zack. Und die Spikes hier. Zack. Aber halt, hier sind einmal. Ja, können wir auch mal hier verbessern, ne? So, Stacheldraht ein bisschen dahin.
So. So. Kommt auch noch einmal ein Spike hin. Okay. Eigentlich könnten wir hier mal Steine rüsten. Anfangen und hier, ach, wir haben gar keinen. Na, dann tun wir die doch erstmal wieder weg, sonst kloppen die uns die nachher kaputt. Gut. Oh. So, zu. Und jetzt können wir gleich eigentlich einmal gucken, wegen dem Motorrad. Ach so, Quatsch. Hier, da, wo waren wir? Ich glaube, hier war das irgendwo, ne? Bei... Nee, egal, können wir es übrigens. Oh, das können wir sogar theoretisch hier. Motorcycle. Können wir bauen. Und für den Truck, was brauchen wir da noch für? Intelligenz 9 und Level 85. Wir sind Level 81. Intelligenz 9 haben wir. Hm. Ja, okay, das dauert da noch ein bisschen. So, lernen wir das schon mal. Dynamit, Airfilter, technische Bolzen, Aero. Okay, machen wir auch mal hier. Lernen wir auch. Da können wir natürlich erst Hilfe-Kits mitmachen. Ne? Aber den einen Punkt sparen wir uns auf jeden Fall. Wir gucken mal. Man sollte auch Motor eingeben, ne? Motorcycle. Motorcycle Chassis. Können wir herstellen. Mal gucken, ob wir das alles so haben. Die Handlebar. Die brauchen wir für Motor, brauchen wir. Reifen. Reifen und eine Batterie. Reifen. Könnte sein, dass das sogar auch reicht. Wir gucken mal. Wir fangen mal an hier einfach. Wir haben ja noch ein bisschen. So. Dafür brauchen wir mechanische Parts, Klebeband, Leder, elektrische Parts. Oh, 30 geschmiedeter Stahl. Das ist natürlich heftig, ne? Da hapert es jetzt logischerweise wieder dran. Die will ich auch da jetzt nicht unbedingt für ausgeben, weil ich jetzt eher so einmal hier, zack, die Tür logischerweise aufwerten. Batz. Gut. Da ist mir die Tür dann doch ein bisschen wichtiger. Aber wir wissen auf jeden Fall, Stahl müssen wir haben. Kohlebrocken haben wir noch. Ja gut, das kriegen wir hin, aber Eisen bräuchten wir. Soll ich nochmal schnell los, nochmal so ein paar Dinger holen? Wie viel haben wir noch so? Ich glaube, wir machen das anders. Ich glaube, wir leeren erstmal so weit alles aus, was wir jetzt nicht zwingend brauchen. Essen 1, 2, 3 Happen schon mal hier. Damit wir unsere... Ach so, Quatsch, da wollte ich hin. Zack, den hier rein. Die Axt nehmen wir mit. Der Hammer kann auch hier bleiben. Dann kommt das hier rein. Das Eisen kommt da erstmal rein. Die Betonmischung packen wir mit rein. Zement kommt da mit rein. Das ist ja ein Stahlfall da, ein Einzelnen gewesen. Den Schlafsack müssen wir gleich nochmal aufheben, den anderen. Die kommen auch erstmal da mit rein. Nur drei Verbände, Stahlgerüste. So, einmal Schlafsack hierher. So. Dann haben wir den auch. 250, das könnte wieder eng werden, ne? So, komm, hau dir gleich noch einen rein.
Mir war so, dass ich irgendwas wollte. Na egal, ich gucke hier noch einmal ganz kurz. Flintenmunition. Papier, Schießpulver, großer Schrot. Grober Schrot. Grober Schrot, grober Schrot. Grober Schrot, wie können wir hier stehen? 400. Machen wir mal 300. Fertigen. Haben wir noch Papier? Papier haben wir noch so ein bisschen. Kann Papier auch so hier stellen oder so? Papier? Haha, Chemietisch. Na gut, aber wir können ja trotzdem hier Flintenmunition. Schrotflinte können wir uns auch herstellen. Stahl. Ich meine, eine Schrotflinte haben wir ja oben drinne, davon mal abgesehen. Schießpulver, grober Schrot und Papier. Könnten wir uns nicht ein bisschen Schrotflintenmunition machen, ne? Und wir haben hier Schrotflinte, Schrotflinte. Jagdgewehr. Flintenmunition. Was passiert, wenn ich die zerlegt, reparieren? Dafür brauchen wir dieses Reparaturkit. Ich zerlege die jetzt trotzdem mal. Mal gucken. Wir haben ja die andere Schrotflinte noch. Und die können wir dann auch reparieren. Na toll, kriegen wir nur so einen Schrott raus. Zack, einmal reparieren hier. Zack. Das war auch schon mal gut. Da haben wir eine schöne Schrotflinte, können uns auch ordentlich Flintenmunition machen. Oh, das eröffnet uns hier ganz neue Möglichkeiten. Warum habe ich da nie eher nachgeguckt, ey? So, Flintenmunition. Wenn wir jetzt noch den groben Schrot gleich haben. Flintenlaufgeschosse. Ist das? Können mit Schrotflinten mit langem Lauf verwendet werden, um mehr Schaden zu verursachen. So, gib mal hier unseren groben Schrot schon mal. Können wir auch mal hier rausnehmen. Jetzt kann da schon mal wieder rein. Schießpulver hierher. Und Papier. Papier, 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 Papier. Kann man das hier nicht auch noch zu Papier zerlegen oder so? Zerlegen, mal gucken, was kommt da raus. Da kommt Papier raus. Ich glaube, sonst ist ja eh nichts zum nächsten mehr gebrauchen. Ne? Also, zerlegen hier. Kriegen wir nochmal ein bisschen Papier. Oh, da können wir hier Flintenmunition da. 135 Stück schon mal. Stell sie hier. Sehr schön. Dann haben wir nämlich... Ups, schon wieder falsch. 105, oh, da haben wir hier schon fast 140 Munition, ne, 150 sogar. Man rechnet mal auch so. Naja. So, das kann noch hergestellt werden. Wir können dann jetzt, würde ich sagen, wir können jetzt hier. So, Papier können wir auch mal hier mit rein, das brauchen wir schließlich für Munitionsherstellung. Dann lasst uns nochmal ganz kurz losgehen, ganz bisschen Eisen holen. Gucken, ob wir auch irgendwo hier Eisen finden. Zack. 12 Uhr Mittag. Ja, muss noch reichen. Komm einmal schnell hier auf. Oh. Diese klapprige Kiste, die so gut wie kaputt ist. Da hinten liegt ja noch schon mal einer. Da sind ja noch ein paar. Holen wir uns hier nicht mal ganz schnell ein bisschen Eisen noch. Das nicht schon wieder reinschmeißen für Stahlbarren. Und ich denke mal fast, dann sollten wir die Nacht auch schaffen. Wir haben ordentlich Munition für eine Pistole. Wir haben reichlich hier Munition dann für eine schöne Schrotflinte. Dann sollten wir damit durchkommen.
liegt da links an? Hier ist das ein Rucksack. Aber den schon mal gelootet. Da ist nichts drin. So, kommen den einen hier noch. Da ist noch einer. Ja, so ein Happen müssten wir gleich auf jeden Fall noch essen, dass wir noch immer auf unsere 140 letzten Endes kommen wieder. So. Zack, einmal zurück hier. Weiß gar nicht, wenn dieses Teil komplett kaputt ist, fliegt das eigentlich in die Luft oder geht es nur einfach nicht mehr? Nicht, dass wir nachher einfach mal fahren und da auch einmal uns das Ding hier um die Ohren fliegt. So, zack. Einmal dicht machen. Und schmeißen wir hinten unser Eisen schon mal rein wieder. So, zack, zack, bitteschön. Das hier. Das, das. Und dann Flinten. Oh. Flintenmunition herstellen. Sehr gut. Dann können wir hier auch gleich wieder. Ach, da schmeißen wir jetzt das Eisen rein, ne? Ja, komm, dann kommt das Blei später da rein. Zack, 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 zack. Das dahin, das dahin. Und das dahin. Was brauchen wir für so eine Schrotflinte? Naja, 15 mal geschmiedeter Stahl. Aber dann könnten wir uns natürlich eine weitaus bessere Schrotflinte machen, ne? Können wir uns eigentlich hier auch schon eine Pistole herstellen? Pistole und Maschinenpistole können wir auch schon. Mechanische Parts, 30 mal Stahl, Klebeband. Haben wir sowas nicht noch alles hier? Da können wir übrigens auch mal gucken, hier. Barrel Extender, The Hunter. Tech Modification to Weapons and Armor. Die müssen wir jetzt auch endlich demnächst mal nutzen. Die müssten wir echt jetzt demnächst auch endlich mal nutzen. Elektrische Parts haben wir mehr als genug. Davon haben wir auch reichlich was. Klebeband, na gut, Klebeband haben wir nur viermal. Aber wenn wir jetzt demnächst hier eine Loot-Tour starten, dann sollten wir ordentlich Klebeband bekommen, ne? Ich meine, wir könnten hier natürlich sowieso jetzt auch mal beigehen, die ganzen Level 1er Pistolen zu zerlegen. Genauso wie hier die Jagdgewehre Level 1. Die kommen auch mal weg. Da haben wir so ein Jagdgewehr Level 3. Hier haben wir noch Pistolen Level 2 und Level 3. Die Schrotflinte. Hier haben wir so... Ich weiß gar nicht mehr welches. So, die haben wir noch hier. Hier ist noch eine Level 2 Pistole. So, die jetzt erstmal hier zerlegen. Zerlegen, 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 zerlegen. Oh, geht noch gar nicht. Jetzt aber. Siehst du, haben wir schon mehr 69 zusätzliche Patronen. Dann können wir den zerlegen und den... Oh Mann, sieh zu hier. Jetzt zerlegen.
So, ich weiß gar nicht mehr. Steht hier irgendwie, welche Munition die nutzt? Pistole ist klar, die benutzt 9mm. Und die Schrotflinte wissen wir jetzt hier auch. Das Jagdgewehr können wir gleich auch nochmal gucken. Reparaturkit. Jagdgewehr reparieren. Sturmgewehr hier einmal reparieren. Und die Maschinenpistole können wir auch einmal reparieren. Da haben wir das alles schon mal wieder repariert. War zwar ein bisschen Verschwendung, dass wir da die schon genutzt haben, aber egal. So, das kommt hier schon mal mit raus. Das sind Magnum-Munition. Hier ist nochmal was mit 9mm. Die haben wir. Und die haben wir. Ich glaube, diesmal sind wir gut gerüstet. Dann haben wir hier, oh, guckt euch das an. Also wenn wir mit den 270 Schrotflintmunition hier nicht ordentlich was wegballern, ne? Aber die Schrotflinte habe ich gar nicht mit rausgenommen. Ja, die brauchen wir auch. So, gucken wir mal hier. Da, bis dahin, zack, das ist mal raus, das eben raus, das eben raus. Dann fangen wir an hier mit dem Jagdgewehr. Danach das und das. So, der nutzt. Okay, das können wir natürlich gut so lassen, ne? Dann haben wir die 55 hinein. Das Jagdgewehr haben wir die andere Patrone drin. Und da haben wir die drin. Da hätten wir dann die drin. Und da logischerweise die. Fangen wir mal hier an. Sehr schön. Schon mal durchladen alles. Zack. Zack. Und hier, da haben wir schon durchgeladen. Gut. Haben wir da noch irgendwas drin, was wir hier noch brauchen? Kammwandzug, Kammwandzug. Ist alles kaputt. Okay, da haben wir noch... Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ne? Wir haben da zwei Pistolen. Munition Level 3. Wenn wir hier so die zwei besten Pistolen noch mit liegen lassen... So, und die dann auch noch zerlegen, ne? Dann sind wir dann auch los. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was. Wir haben da noch ein Jagdgewehr. Wir haben da noch eine bessere Machete. So. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Dann hauen wir uns hier auf jeden Fall noch einmal schon mal rein. Aloe-Vera-Creme können wir uns nochmal machen und dann nochmal gleich ein paar Verbände machen. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind vorerst gut gerüstet für Tag 42 für die Horde. Und nun haben wir noch ein paar Stunden, ganz genau jetzt gleich annähernd 6 Stunden, bis die Horde kommt. Und mal schauen, was sie ausrichten wird. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.